Hallo und herzlich willkommen zu Grau TV Serie, Ausgabe Nummer 43 hier auf Comment Entertainment und meiner Review zu Blood of Zeus Staffel 2. Die ist heute erschienen und da ich heute zurück frei hatte, konnte ich sie mir auch direkt am Stück anschauen, die 8 Folgen, die es wie schon in der ersten Staffel wieder geworden sind und möchte euch jetzt verraten, wie mir diese zweite Staffel gefallen hat. Das Ganze tue ich wie meistens spoilerfrei. Ich werde lediglich die Ausgangslage schildern und ein, zwei Szenen aus den frühen Folgen, aber ich werde euch keine Tode, keine Twists, keine Turns oder sonst irgendwie sowas in der Art verraten. Ihr könnt das Ganze also bedenkenlos gucken. Wenn euch meine Meinung zur ersten Staffel interessiert, die werde ich euch hier oben dann auch verlinken, denn da habe ich damals auch schon eine Review zu gemacht. Und ich muss sagen, diese zweite Staffel kam für mich jetzt relativ überraschend, denn ich weiß, dass die erste Staffel damals relativ gut ankam und ziemlich beliebt war und für Netflix auch ein Erfolg war. Und ich bin der Meinung, Netflix hat auch irgendwann mal bestätigt, dass eine zweite Season kommen wird. Nun war es aber nach dem Release von Staffel 1 Jahre und Jahre und Jahre und Jahre still um diese Serie. Denn ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, Blood of Zeus, Staffel 1 kam in 2020, die ist 4 Jahre her. Und das ist natürlich schon für so eine animierte Serie eine enorm lange Zeit, die man sich da genommen hat. Und so muss ich sagen, habe ich nach spätestens 2 Jahren vergessen, dass da noch eine Fortsetzung irgendwie ansteht und war dann letztens relativ überrascht, als auf YouTube plötzlich der Trailer für Staffel 2 da war. Und ich war so, oh cool, kommt also doch noch eine zweite Season. Die erste fand ich damals ja so durchwachsen. Also ich fand, man hat viel zu viel Storyline und viel zu viele Handlungsstränge in 8 Folgen à 25 bis 37 Minuten gestopft. Die Animationen haben mir zwar gefallen, ich konnte aber auch verstehen, wenn sie viele abschreckend fanden. Und ja, aber im Großen und Ganzen hatte ich vor allem Probleme mit der Handlung und dass ich das Gefühl hatte, das Ganze war nie irgendwie rund und hat mich nie irgendwie jetzt großartig berührt, obwohl es das hätte sollen. Hatte damals aber auch gesagt, dass die Ausgangslage für die zweite Season, die man geschaffen hat, nämlich ja, die Giganten der Unterwelt greifen den Olymp an. Und ja, Heron hat seine, der Held hat seine Kräfte noch nicht in Gänze gefunden. Es gibt Konflikt zwischen den Olympianern und so weiter, dass ich diese Ausgangslage sehr spannend fand und deswegen mich auf die zweite Season auch gefreut habe. Die ist jetzt draußen und jetzt möchte ich euch verraten, ob sie denn das Niveau gehalten hat, ob sie schlechter ist, ob sie besser ist und so weiter und so fort. Eine Sache, die ich gleich vorab sagen möchte: Ich würde euch, wenn ihr die erste Season mochtet, dringend empfehlen, die vielleicht nochmal zu schauen, bevor ihr Staffel 2 guckt. Denn es gibt am Anfang eine Zusammenfassung, was in Staffel 1 passiert ist. Die ist aber Netflix-typisch oder auch generell serientypisch, halt nur ein Zusammenschnitt aus ein paar wichtigen Szenen. Die fasst euch jetzt aber nicht die gesamte Handlung nochmal zusammen in Kurzform. Und ich glaube, wenn eine Vorgängerstaffel 4 Jahre zurückliegt, dann tut das dringend Not, dass man das Publikum nochmal abholt. Und das tut man hier gar nicht. Also diese Serie gibt sich keinerlei Mühe, euch nochmal auf Stand zu bringen, was ist eigentlich passiert, wer hing nochmal mit wem zusammen, wie sind wir eigentlich an diesen Punkt gekommen. Sondern ihr kriegt diese kurze Zusammenfassung, die dann auch direkt in die Handlung von Staffel 2 übergeht. Und ich habe die erste Staffel nicht nochmal geguckt, weil ich sie, wie gesagt, auch nicht so unterhaltsam fand insgesamt. Und muss sagen, ich bin mitgekommen. Für die wichtigsten Sachen in der Handlung führt man auch immer mal wieder Flashbacks ein oder erklärt sie in der Handlung nochmal kurz. Aber die Serie lässt euch hier und da schon sehr auflaufen. Also alleine, dass lange Zeit die Namen der Charaktere nicht nochmal genannt werden. Die sind dann einfach alle da und die Serie erwartet von euch, dass ihr immer noch wisst, wer das alles ist und wer mit wem zusammenhängt und wer was getan hat in der ersten Staffel. Und das ist halt bei so einem Geflecht aus Göttern mit Intrigen und menschlichen und Dämonen und Unterwelt und Olymp und normaler Welt, ist das ganz schön viel verlangt, zu sagen, hier, ihr habt da vor 4 Jahren mal was geguckt und in der Zwischenzeit sind allerlei anderen Unterhaltungsprodukte auf den Markt gekommen, aber ihr wisst doch sicherlich noch alles, ja? Also ich finde, sie holen einen genug rein im Verlauf der Handlung, dass man dann wieder mitkommt und sich erinnert durch gewisse Flashbacks und sagt, ah ja, stimmt, da war was, ach stimmt, das war so, ach stimmt, das war so. Aber es hat für mich sehr lange gedauert, bis ich wieder richtig drin war in der Handlung und bis ich irgendwie alle Zusammenhänge wieder hatte. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen ungünstig gelöst. Nun muss man aber sagen, dass ich finde,
Man hat ansonsten auf Handlungsebene, wie gesagt, eine sehr spannende Ausgangslage. Wir haben, wie gesagt, gleich zu Beginn eine große Schlacht, bei der die Olympianer angegriffen werden von ja, den Dämonenhorden, angeführt von Seraphim, der ja quasi in die Machenschaften von Hades mit reinspielt damit. Und ja, sie müssen sich also direkt zu Beginn verteidigen. Und letztendlich geht es in Staffel 2 dann aber darum, dass die Olympianer im Besitz einer sehr mächtigen Artefakt sind, des Illusion Stones. Und den will Hades halt haben, damit er in der Lage ist, zu der Liebe seines Lebens, Persephone, wieder dauerhaft zurückzukehren und dauerhaft zusammen zu sein und der Unterwelt zu entkommen. Und die Olympianer brauchen diesen Stein halt quasi, um einen Nachfolger von Zeus zu legitimieren und ihre Macht zu erhalten. Das mal so in Gänze. Und im Prinzip ist der große Kernpunkt dieser Handlung dieser Stein. Wer kriegt diesen Stein und wer wird damit die mächtigste Person im Götterreich sozusagen? Und das führt natürlich zu allerlei Intrigen und Verrat und doppelten Böden und so weiter und so fort. Und da muss ich gleich dazu sagen, ich finde, auf Storytelling-Ebene hat man einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, ne? Weil man kann sagen, der Artstyle ist vielleicht für viele gewöhnungsbedürftig, hat mir aber schon in Staffel 1 gefallen und war nach wie vor hier sehr, sehr gut. Ich finde, man schafft es wirklich fantastisch, dass man durch die Optik der Charaktere, aber vor allem auch durch die Umgebungen und die Hintergründe und die Designs, dass man das wirklich oft wirken lässt wie so ein griechisches Kunstwerk aus der Antike, wo sich dann aber unsere Figuren drin bewegen. Und es ist alles ganz, ganz fantastisch designt vom Art Design her, ja. Zum Beispiel sehen wir hier das Gericht der drei Könige in der Unterwelt, die halt darüber entscheiden, wie verstorbene Personen bestraft werden oder eben auch nicht. Persephones Abschnitt in der Unterwelt ist ganz, ganz toll designt. Ich finde den Olymp toll designt. Also immer wenn wir an einen neuen Schauplatz kommen, immer wenn wir neue Kreaturen aus der griechischen Mythologie sehen, dann ist das wirklich, wirklich cool. Die Charakterdesigns sind sehr, sehr detailverliebt. Sie sind gar nicht so extrem krass gut gezeichnet oder animiert, aber sie sind einfach sehr, sehr detailverliebt und haben sehr, sehr klaren Wiedererkennungswert. Das hatte ich bei Staffel 1 auch schon gelobt, dass bei den Göttern, nicht bei allen, aber zumindest bei vielen, allein durch ihr Design schon relativ klar ist, wer das wohl sein könnte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Genauso wie nach wie vor auch jeder Opening-Screen, also wenn Blood of Zeus revealed wird, diesen geilen Chor hat und ja, dann jedes Mal aber auch anders designt ist. Also es ist nicht immer nur der Schriftzug, sondern in Episode 1 zum Beispiel sieht man den Schatten von Hades, der sich über den Schriftzug legt. In Staffel 2 sieht man einen Sonnenschein, der aufgeht, was eben auch mit der Folge in Zusammenhang steht. Und jeder Title Screen hat eben immer etwas mit der Folge zu tun. Und da muss man eben sagen, das Art Design und der Art Style und die Kunstfertigkeit, die waren halt in Staffel 1 auch schon nicht das Problem. Genau wie die gelungene Bildsprache nicht, die hier aber finde ich noch mal besser ist. Ich finde es sehr, sehr cool, dass jeder Charakter oder viele Charaktere, die haben irgendwie so ein wiederkehrenden Gegenstand oder eine wiederkehrende Symbolik, die in die Handlung immer wieder eingewoben wird und ganz klar mit bestimmten Figuren verbunden ist, was sehr, sehr gelungen ist. Und ja, generell schafft man viele tolle Bildmomente. Unter anderem ist es zum Beispiel so, dass Persephone, als sie Hades verlassen muss, wieder, weil sie eben alle 6 Monate muss sie aus der Unterwelt wieder weg und zu ihrer Mutter Demeter zurückkehren. Und als sie ihn verlässt, dieses Mal, was eine Szene in einer der ersten Folgen ist, da erschafft sie einen Baum, der so aussieht wie sie, die in Hades Armen liegt, aus dem Holzgeflecht und so weiter. Also da hat man wirklich eine sehr, sehr coole Bildsprache, eine sehr, sehr gelungene Optik. Und das war aber schon in Staffel 1 auch nicht das Problem des Ganzen. Man hat einen klaren Schritt nach vorne gemacht hier nochmal, aber das war etwas, das vorher schon gut war. Was für mich eben nicht funktioniert hat in Staffel 1, war die Story. Und da muss ich sagen, ist wie gesagt der größte Schritt gemacht worden. Denn man hat hier eine viel, viel, viel klarere Struktur als in Staffel 1. Ne? Staffel 1 hat sich wirklich viel zu viel Stoff für 25 bis 37 Minuten Folgen und davon eben auch nur 8 genommen. Wir haben den Origin von Heron, wir haben Seraphim und der sollte als Bösewicht beleuchtet werden. Wir hatten Herons Training, wir hatten die Fates, wir hatten
den Beginn des Krieges rund um den Olymp. Wir hatten die Intrigen und die Beziehungen der Götter und. Das musste alles irgendwie in 8 Folgen, die nicht mal sonderlich lang sind, reinpassen. Und dadurch wirkte alles einfach unfassbar gehetzt und so viel weniger wichtig und so viel weniger emotional, als das hätte sein können. Und das Ganze wirkte unheimlich unstrukturiert und musste gleichzeitig eben unheimlich viel etablieren, auf dem man dann in einer zweiten Staffel aufbauen konnte. Das ist dann aber mehr oder weniger gelungen zum Ende hin. Und jetzt muss man sagen, konnte man in Staffel 2 die Früchte ernten von dem, was man aufgebaut hat in Staffel 1. Denn jetzt geht es ganz klar eben im Prinzip um diese eine Sache. Alle wollen diesen Illusion Stone bekommen. Illusion Stone und den Olymp basically damit beherrschen. Ja, und Heron muss zu dem heranwachsen, was sein Vater Zeus in ihm gesehen hat. Und ja, gleichzeitig wird ihm noch von einer mysteriösen Stimme im Traum gesagt, er soll seinen Bruder Seraphim bitte retten, der allerdings gleich in Folge 1 stirbt. Komisch, komisch. Und ja, noch dazu wird dann auch noch eine sehr interessante Bedrohung und eine sehr interessante Tragreichweite sowohl für Heron selbst, aber auch für die gesamte Götterwelt eingebaut, die ich nicht spoilern will, weil ich das wirklich einen ziemlich coolen Clou fand und ziemlich interessant, was man da gemacht hat. Und Staffel 2 nimmt sich insgesamt viel mehr Zeit für einzelne Storystränge und Charaktere. Also vor allem Hades und Seraphim, die quasi die beiden Gegenspieler in dieser Staffel sind. Ja, also ne, ist ja relativ logisch, wenn schon in Folge 1 etabliert wird, Seraphim stirbt, aber er soll gerettet werden, ist ja klar, dass er weiter vorkommt. Das erachte ich jetzt nicht als Spoiler. Die sind ganz, ganz fantastisch geschrieben und für die nimmt man sich ganz viel Zeit. Das befreit die Staffel nicht gänzlich von dem teilweise wirklich miserablen Writing, was Staffel 1 auch schon hatte. Das ist aber, finde ich, nicht so wichtig, weil es mehr in den ersten Folgen passiert und mehr so ein Fall von ist, dass sie es halt sehr convenient schreiben und dass die Dinge und diese Handlung nur dadurch ins Rollen kommt, dass sich halt alle Charaktere wahnsinnig dumm verhalten. Und da bin ich immer kein Fan von, wenn ich denke, ey, beide Seiten hätten einfach das verhindern können, was da passiert. Und zwar nicht im Sinne von Fehler sind menschlich, sondern im Sinne von, die verhalten sich einfach arschdumm. So, ja, also, weil am Anfang ist es eben so, es findet diese große Schlacht um den Olymp statt und Hades beauftragt in dem Moment eben seine Shadows, also seine Assassinen, seine magischen sozusagen, die beauftragt die in den Tempel von Zeus einzudringen und diesen Illusion Stone zu klauen, ja. Und dann sind die also zu dritt und schaffen das auch relativ easy, dahin zu kommen. Und dann werden sie von 5 Wachen konfrontiert und trennen sich deshalb, obwohl gezeigt wird, die kommen mit denen easy klar. Und dann geht also nur einer zu diesem Tempel, anstatt alle drei. Er geht dann in den Tempel rein, löst dann eine Falle aus. Dadurch werden so Steinwächter-Giganten beschworen, die ihn bekämpfen oder echt Probleme. Und dann weicht er zurück und kommt zur Tür an, die da an dem Tempel ist. Und dadurch hat er eine Schwelle überschritten und dann hören die random auf, den Invasor dieses Tempels, des wichtigsten Heiligtums von Zeus zu attackieren, obwohl man sich halt eigentlich schon, wenn man in den Tempel reingeht, verifizieren muss mit dem Ring von Zeus und dann nochmal an der Tür zum Stein muss man nochmal sagen, wer man ist und warum man da rein will und trotzdem hören die Wachen auf zu attackieren, obwohl der eindeutig ein Eindringling ist, der den Ring einfach nicht hat, mit dem man da rein darf. Auch das ist halt schon unlogisch. Und dann gibt eben Zeus Hestia und Athena den Auftrag, dass sie dieses Heiligtum, diesen Stein bergen und gibt ihnen halt seinen Siegelring und die gehen zum Tempel. Und Athena soll eben als Wache von Hestia, also Zeus Schwester, damit hingehen. Dann bleibt Athene aber draußen stehen, anstatt mit reinzugehen. Und ich dachte so, ah, okay, das führt jetzt dazu, dass Hestia da drin umgebracht wird. Okay, bisschen dämlich, aber okay. Und ja, dann geht Hestia in den Tempel rein. Der Shadow, der im Tempel ist und sich da versteckt, greift sie aber aus irgendeinem Grund nicht an, nachdem sie die Tür geöffnet hat, sondern lässt sie einfach wieder rausgehen.
Athene wird draußen von den anderen beiden Shadows beobachtet, die im Vorteil und in der Überzahl sind, und die greifen sie aus irgendeinem Grund auch nicht an. Das könnte man jetzt doch damit erklären, dass Hades später sagt, er hat ihnen doch gesagt, sie sollen diskret sein. Aber dann entscheiden sie sich also, die beiden wieder rauskommen zu lassen oder zusammenkommen zu lassen, loslaufen zu lassen, und greifen sie dann 3 gegen 2 an, anstatt sie geschwächt vorher auszuschalten, haben in diesem Kampf aber durchaus Chancen. Hestia und Athena laufen dann weg, und anstatt sie zu verfolgen und einzukesseln, rennen sie dann zu den Kiris, den Essern der Toten, also so Monstern, und hetzen dann die 3 denen auf den Hals, lassen dann aber nur die 3 die Arbeit machen, anstatt zu 6 gegen sie zu kämpfen. Und als Hestia gerade von 2 von denen gepackt ist und völlig mit denen beschäftigt ist, weist der Anführer von den Shadows seine Leute an, zu warten und nicht einzugreifen, was Hestia ermöglicht, sich zu verteidigen und wegzufliegen. Und dann verfolgen sie sie nicht, sondern folgen ihr mit so einer Beobachtungseule, Falken, wie auch immer. Sie wehrt sich gegen die und entkommt. Und das ist wirklich, war so, der Auftakt war wirklich so, ich saß da und war so, ja, es kommen geile Action-Szenen dabei raus, aber es müssen sich halt alle Beteiligten arschstumpf verhalten, damit diese Action-Szenen zustande kommen und damit irgendwie man erzählt, der Stein war eigentlich fast schon geklaut, aber die Guten haben ihn irgendwie gerade so noch wegbekommen. Und das funktioniert eben nur, weil sich beide Parteien saudumm verhalten. Und sowas mag ich immer nicht. Und ich muss wirklich sagen, das ist dann auch wirklich so geil, diese Opening-Schlacht auch inszeniert ist. Also das muss ich gleich dazu sagen. Diese Opening-Schlacht ist sehr, sehr geil inszeniert. Ja, wie man die ganzen Götter sieht, die gegen diese riesigen Monster kämpfen, die kleinen Dämonen. Da lassen sich teilweise die Recken mit Katapulten ins Schlachtfeld schießen. Die Kamera fährt herum und ist wirklich, wirklich gut eingefangen. Das ist eine geile Schlacht, aber man schneidet dann halt auch permanent hin und her zwischen dieser Schlacht, dem, was dann bei rund um den Stein passiert. Man sitzt die ganze Zeit da und denkt so, hä, das ist alles ganz schön dumm. Und ich persönlich muss wirklich sagen, ich habe in dem Trubel das eigentlich Wichtige in dieser Schlacht nicht verstanden, nämlich dass Zeus in dieser Schlacht stirbt. Weil ich war wirklich so, es gibt eine große Explosion und dann sieht man aber Heron, der gegen Seraphim kämpft und ihn killt und dann die Explosion, und ich dachte, man verkauft, er hat das ausgelöst, aber später sieht man dann, dass Zeus in dem Moment gestorben ist. Das hat auch erklärt, warum alle Nein gesagt haben, erklärt. Aber ja, dieser Auftakt ist sehr wirr von dieser Handlung. Ja, ich muss aber wirklich sagen, es wird dann zum Glück viel, viel besser. Also am Anfang dachte ich so, au, Backe, wir bewegen uns leider ein bisschen auf dem Niveau von Staffel 1 weiter. Das ist dann aber zum Glück nicht so geblieben. Also ich finde, der Auftakt ist sehr wirr. Er lässt einen sehr verloren zurück, teilweise in den ersten 2, 3 Folgen. Aber dann wird es sehr, sehr viel besser. Vor allem kriegen wir, finde ich, sehr viel bessere Charakterentwicklungen als in der ersten Staffel, die auch sehr viel nachvollziehbarer sind. Ne? Seraphim war schon in Staffel 1 ein guter Bösewicht, hat aber darunter gelitten, dass er einfach viel zu wenig Zeit bekommen hat. Ne? Und hier, wie gesagt, stirbt er erstmal direkt zu Folge 1, aber das ist halt nur ein Vehikel, um ihn zu Hades zu bekommen. Und das ist, finde ich, okay. Und er wird dann eben in der Unterwelt mit seinen Taten und mit seinen Einstellungen, mit seinem Stolz konfrontiert. Und ich finde wirklich, dass man seinen Hass auf die Götter, seine Sicht auf Freiheit und Unrecht, seinen Stolz, dass man das alles sehr, sehr gut beleuchtet. Und ja, da hat man auch sehr, sehr stark gesehen, also dass er eher eine Ewigkeit in Tartarus, also sozusagen der Hölle, akzeptieren würde, anstatt niederzuknien vor einem Gott, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben auch Heron, der eine spannende Ausgangslage bekommt, eben der durch die Konfrontation mit Seraphim auch anfängt, die Götter zu hinterfragen und sie mehr als ja, die fehlerhaften Wesen ansieht, die sie halt nun mal sind. Wir bekommen mit Hades einen sehr, sehr guten Antagonisten eingeführt, und auch da wieder ist es die Art Antagonist, die ich sehr mag, nämlich eine Art Antagonist, die man zu jeder Zeit nachvollziehen kann. Der ist sehr, sehr fehlerbelastet, der ist bereit, krasse Dinge zu tun, aber er ist letztendlich einzig und allein durch das Unrecht, was ihm angetan wurde, getrieben, was eben auch sehr nachvollziehbar ist, und durch seine Liebe zu Persephone, die eben dadurch geleitet ist, dass er
sie nur 6 Monate im Jahr bei sich haben kann und sie ihm danach immer wieder entrissen wird. Und er möchte halt diesen Zustand unbedingt beenden. Er möchte der Totenwelt entfliehen und er möchte endlich wieder bei seiner großen Liebe sein. Und das wird sehr, sehr gut und sehr, sehr emotional erzählt und ist ein toller Bösewicht. Und ich muss halt wirklich sagen, ich habe halt mit Persephone und Hades am meisten mitgefühlt. Ich habe mich auch als großer Fan des Games Hades sehr gefreut, dass Zagreus und Melinoe vorkommen. Und mit denen und ihrer Familiengeschichte habe ich am meisten mitgefühlt. Und es hat mich teilweise wirklich ins Herz getroffen, weil man wirklich diesen Schmerz, den sie haben, fühlt, dass sie sich immer wieder trennen müssen, dass man den Wunsch nach Veränderung verstehen kann und dass es eben ja auch nicht seine freie Wahl war, in die Unterwelt zu gehen. Das ist sehr, sehr gut erzählt und ist wirklich toll gemacht. Und vor allem, und hier kommen wir zu großen Verbesserungen im Vergleich zu Staffel 1, nimmt man sich Zeit dafür, das auch zu erzählen. Also von den ersten 3 Folgen sind 2 nahezu gänzlich rund um Hades und und Seraphim angesiedelt und ihre Background-Stories und ihre verzweifelten Lieben und ihren gemeinsamen Nenner. Und sie nehmen sich da wirklich mehrere Folgen Zeit für die Unterwelt, für die Motivation der Bösewichte in Anführungszeichen, die eigentlich mehr Charaktere in diesem großen Ganzen sind, für den Betrug, den diese Charaktere erfahren haben. Und das ist wirklich toll geschrieben, dass der Kernantrieb beider Bösewichte im Prinzip zutiefst empfundene Liebe ist. Und das ist ja eine angenehme Abwechslung im Vergleich zu vielen anderen Bösewichten. Und ich bin wirklich ein, zwei Mal wirklich emotional geworden. Und ja, ich muss sagen, mein Gefühl war, Seraphim und Hades werden in diesem Konstrukt der Götter, die halt alle Scheiße am Haken haben, ja, werden sie eher zu Bösewichten, dadurch, dass sie halt auf der Gegenseite zu Hero stehen. Es sind aber einfach nur basically sehr gut erzählte Charaktere. Und mir hat das gut gefallen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele stört, dass wir wirklich mehrere Folgen basically gar nicht mit Heron was zu tun haben, sondern er leitet 2 Folgen einfach nur ein, damit wir wissen, wo er hin muss. Und dann sind wir den Rest der Folge komplett bei Hades und Seraphim. Was ich cool finde, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich daran stört, weil ja Heron schon als der ganz klare Held eingeführt wurde in Staffel 1 und der, um den es geht. Und ja, ich mochte es, aber es sei dazu gesagt. Aber auch davon ab, von Hades und Seraphim ab, muss man sagen, das Ganze ist sehr, sehr charaktergetrieben. Es setzt sich eben sehr mit dieser Fehlbarkeit von Göttern und damit eben auch von uns Menschen auseinander, dass kein Mensch frei von Schuld ist, dass kein Mensch fehlerfrei ist. Und es setzt sich auseinander mit Konflikt und Unrecht, mit Liebe und Vergebung. Und ich würde wirklich sagen, die 2 Kernthemen dieser Staffel sind Liebe und Vergebung und die Unfähigkeit dazu, stellenweise aber auch. Und ich fand das erzählerisch wirklich sehr, sehr stark und ist der größte Fortschritt zu Staffel 1. Und ich persönlich muss sagen, dass ich sehr froh war, dass wir hier einfach eine richtig gute Geschichte erzählt bekommen. Dafür opfert man aber auch enorm viel Action, muss man dazu sagen, ne? Die erste Hälfte dieser Season, die ersten 4 Folgen dieser Season, die haben basically eine wirkliche Action-Szene. Sie haben dann noch eine kleine, die ich aber fast nicht als Action-Szene bezeichnen würde. Aber basically hat diese erste Hälfte der Staffel eine große Action-Szene am Anfang. Und ansonsten ist es nur Character-Writing, Drama, Intrigen, Background-Erzählen. Und ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Ne? Das sieht man halt auch an meinem Seriengeschmack, dass ich nun mal so Sachen wie Breaking Bad und ja, Game of Thrones, bis es schlecht wurde, aber auch so Sachen wie The Boys oder Invincible nicht dafür mag, für die Action und so weiter, sondern für das Drama, für die Charaktere, für das Writing. Und für mich war das ein sehr guter Wechsel, dass wir von der Action deutlich weg sind und vom Blut und vom Gore und dafür sehr viel mehr hin zu Charakteren, zu Emotionen. Und das ist das, was mir sehr viel wichtiger ist. Das sei für euch aber gesagt, in der zweiten Hälfte der Season wird die Action mehr, aber ja, das ist basically keine Action-Serie mehr, die wir hier bekommen. Und ist jetzt wirklich ein griechisches, mythologisches Drama, ja. Das sei gesagt, ich mag diesen tonalen Shift sehr gerne. Aber es ist schon ein Bruch im Vergleich zu Season 1. Wenn Action auf dem Bildschirm ist, dann ist die aber, wie gesagt, sehr, sehr gut inszeniert. Wir kriegen verschiedenste Kamerafahrten. Es werden auch schöne verschiedene
Ausgangslagen schaffen. Es gibt zum Beispiel einen Kampf gegen Gegner, die halt in der Dunkelheit im Vorteil sind. Das wird sehr, sehr schön optisch porträtiert. Die Kämpfe sind sehr wuchtig, sie sind sehr brachial. Es ist auch nach wie vor sehr brutal. Also jetzt keine Angst, die Serie ist immer noch blutig, die ist immer noch brutal. Wir sehen immer noch zerfetzte Leichen, wir sehen immer noch, ja, wie aus Leuten etwas herausbricht aus dem Inneren auf brutalste Weise. Aber es ist im Vergleich zu Staffel 1 deutlich zurückgefahren. Finde ich aber persönlich gar nicht schlimm, weil mein Eindruck immer noch der ist wie in Staffel 1, dass diese Brutalität nie selbstzweckhaft ist und einfach nur um zu zeigen, geil, Blut, so, sondern dass die mehr dafür da ist, um eben zu zeigen, dass da halt Götter und gottgleiche Kreaturen aufeinandertreffen. Und das gerade, wenn Menschen da reingeraten, die halt einfach nur zerlegt werden. Und ja, finde ich angemessen das Ganze. Da muss ich sagen, die eigentliche Heldentruppe rund um Heron, die war mir leider lange ziemlich egal. Und ich finde auch Heron selbst ist leider einer der mit Abstand am wenigsten spannenden Charaktere. Er kriegt eine sehr spannende Ausgangslage und am Anfang habe ich mich so, oh, okay, cool. Ich glaube, jetzt erzählen die hier mit dem was richtig Geiles. Und dann wirkt er aber richtig lange einfach wie ein Nebencharakter in seiner eigenen Serie. Also klar heißt die jetzt nicht Heron oder Blood of Zeus, aber er war halt in Staffel 1 der ganz klare Hauptcharakter und das ist er jetzt halt nicht mehr. Er ist jetzt ein Charakter in diesem großen Geflecht und das Ganze wird ja wirklich fast schon ein bisschen mehr Game of Thrones-esque, dass wir sehen, was bei Hades passiert, was auf dem Olymp passiert, welche Ziele Demeter verfolgt, was bei Persephone ist, was bei Heron ist, was bei Seraphim passiert und so weiter. Das ist wirklich mehr jetzt ein Gesamtcharakter-Cast, der wegrückt von Heron als ganz klarer Haupt- und Identifikationsfigur. Er ist aber trotzdem immer noch relativ, also er ist relativ langweilig in seinen Parts und er ist halt wirklich einfach der Held. Also wo viele Charaktere sehr, sehr vielschichtig sind und sehr viele Böden haben, ja, macht man bei ihm so ein bisschen dieses Thema Rachsucht und bin ich vielleicht auch nur ein blutrünstiger Gott auf, aber er bleibt letztendlich einfach der Held. Er bleibt das Abziehbild des Guten, so letztendlich im Großen und Ganzen. Und alles, was man so mit seiner Wut uns erzählt, ist sehr, sehr lackluster und sehr, sehr wenig bedeutungsvoll erzählt. Aber das finde ich erstens nicht schlimm, weil der Großteil der Handlung eben diese Intrigen und Konflikte der Götter sind und ich das einfach um ein Vielfaches spannender finde als so eine Heldenreise. Und dass man da eben auch mit zum Beispiel Demeter auch fantastische Charaktere etabliert, wo man wirklich regelmäßig hin und her gerissen ist, wie man sich jetzt fühlen soll mit diesem Charakter. Wirklich sehr, sehr gut. Und am Ende, ohne jetzt was zu spoilern, ergibt es durchaus Sinn, dass man Heron so erzählt hat, wie man ihn erzählt hat. Und sie kommen dann zu einem sehr geilen Ende für Staffel 2, was mir viel Bock auf Staffel 3 macht. Von der ich hoffe, dass sie gegreenlightet wird und von der ich hoffe, dass es nicht wieder 4 Jahre dauert, bis sie kommt. Das wäre schon insane, dass ich die Serie dann angefangen hätte mit 30 zu gucken und mit 38 sehe ich dann Staffel 3. Ja, ja, ich hoffe, es geht diesmal ein bisschen schneller, zumal ich wirklich nicht weiß, was an dieser zweiten Season wohl so lange gedauert haben mag. Vielleicht Corona kann natürlich gut sein, aber vielleicht dadurch, dass die erzählerisch so viel stärker ist, haben die halt auch richtig viel Zeit investiert, um diese Handlung auszuarbeiten. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es geht vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht nur 2 Jahre oder so. Das wäre ganz wünschenswert, aber ja, sehr, sehr geile Ausgangslage für Staffel 3. Es sei vielleicht kurz gesagt, diese Staffel 2 kann erneut, wie schon Staffel 1, nicht wirklich für sich stehen. Also wenn die jetzt an einen Punkt kämen, wo Netflix sagt, nö, machen wir nicht mehr weiter, dann wäre diese Handlung definitiv nicht zu Ende erzählt. Ja, und ich hoffe deswegen, dass es weitergeht, weil ich fand diese zweite Staffel deutlich besser als Staffel 1 und freue mich jetzt sehr auf Staffel 3. Was ich auch gut fand, ich habe ja bei Staffel 1 erwähnt, dass da war wenig Humor drin. Aber immer wenn man sich mal an Humor probiert hat, dann ist der für mich gänzlich gescheitert, ja. Und hier hat man diesen Humor jetzt einfach komplett abgeschaltet. Also es gibt keinen Versuch mehr, in irgendeiner Form witzig oder humorvoll zu sein. Die ganze Handlung ist durch die Bank weg ernst und charaktergetrieben und nicht auf Humor basiert. Und das fand ich persönlich gut, weil das war in Staffel 1 nicht gut erzählt.
Und hier hat man einfach gesagt, ey, das ist nicht unsere Stärke, es passt auch nicht wirklich in die Handlung rein, lass uns den Humor einfach lassen. Die englischen Sprecher sind nach wie vor durchwachsen, das war auch in Staffel 1 schon so. Es gibt einige, die fand ich sehr, sehr, sehr gut, also Seraphim, Persephone, Hades, man hört vielleicht so die Gegenspielerseite, fand ich sehr, sehr gut. Auch Demeter fand ich sehr, sehr gut gesprochen. Die meisten sind okay bis gut, ja. Ich finde auch bei dem Sprecher von Heron ist eine eindeutige Verbesserung im Vergleich zu Staffel 1 zu hören. Es gibt aber auch einige, die wieder sehr hölzern sind. Also solche Athene fand ich sehr, sehr hölzern gesprochen. Oder auch Hestia, wenn da so Momente sind, wo die schreien müssen und leiden, das kaufe ich einfach nicht ab. Und das ist halt in Zeiten von einem Invincible, von einem Arcane, fällt das halt deutlich ab im Vergleich zu diesen Serien. Und ja, dann kann man vielleicht sagen, mein einziger wirklich großer Kritikpunkt an der Staffel ist, dass man nach wie vor, finde ich, zumindest so Grundkenntnisse in der griechischen Mythologie sehr voraussetzt. Also die erklären euch jetzt nicht bei allem, was das ist und was die da machen und warum die da sind. Also seien es mythologische Kreaturen, seien es Götter, seien es die Rollen bestimmter Götter. Das wird bei den wichtigsten Sachen erzählt. Aber halt bei vielen auch nicht. Und sie setzen halt enorm voraus, dass du nach 4 Jahren Staffel 1 immer noch sehr präsent hast. Weil das knüpft da direkt an, das baut auf den Charakterbeziehungen von Staffel 1 auf und so weiter. Das ist ja auch gut so, das soll ja eine Serie auch tun. Aber deswegen meinte ich am Anfang, man hätte sich mehr Mühe geben sollen, aus meiner Sicht, die Leute nach so einer langen Wartezeit halt wieder reinzuholen. Jetzt weiß man nicht, was passiert. Es kann natürlich auch sein, dass es aus irgendeinem Grund viel länger gedauert hat als gedacht, die Produktion. Also ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn nach 2 Jahren jetzt diese Staffel gekommen wäre. Vielleicht war das auch so geplant und hat dann viel länger gedauert. Aber ja, eine bessere Zusammenfassung oder einfach mal am Anfang dafür sorgen, dass alle Charaktere sich nochmal mit Namen ansprechen, wäre gut gewesen. Weil wirklich, wer da jetzt Schwester, Bruder, was auch immer von wem ist, wer welche Rolle gespielt hat, wer auf welcher Seite stand, das braucht eine ganze Weile, bis man da wieder reinkommt. Das Wichtigste wird, wie gesagt, über Flashbacks und Erklärungen beleuchtet. Aber ich habe mich halt nicht nur einmal ein bisschen verloren gefühlt bei den Konflikten und Charakteren. Auf der anderen Seite, finde ich, bringen sie aber auch sehr spannende Twists teilweise in die griechische Mythologie mit rein und sorgen eben dafür, dass sie ja nicht einfach nur die Mythen sagen, nacherzählen, sondern dass sie diese Mythologien nutzen, um damit sehr schön eine eigene spannende Geschichte draus zu spinnen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe nicht nur einmal zufrieden, wenn irgendwie ein Reveal kam oder so, zufrieden gemacht, weil ich das sehr, sehr cool fand, was sie da machen und was sie damit erzählen. Andere Sachen aus der Mythologie, finde ich, wirken wiederum sehr reingeworfen, um sie mal reinzuwerfen. Also als ein Beispiel, es kommt zum Beispiel Talos vor. Und das wirkt sehr wie, ja, wir brauchen jetzt hier was, damit wir einen großen Showkampf machen können. Und das ist halt ein bisschen schade. Das ist öfter mal so, dass ich das Gefühl habe, da wird manchmal so, hier, das gibt's auch noch reingeworfen. Und ja, das aber nur ab und zu mal. Ansonsten finde ich, nutzen sie halt diese Story-Grundlage aufgrund der Mythologie sehr, sehr gut. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich spreche eine klare Empfehlung aus für Staffel 2. Wenn ihr Season 1 mochtet, werdet ihr, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Außer ihr habt das rein für die Action und den Gore und so weiter geguckt. Dann ist das hier deutlich zurückgefahren. Aber ja, wenn ihr die Charaktere mochtet, die Welt und so weiter, die hier etabliert wurde, dann kann ich das sehr, sehr empfehlen. Und auch ansonsten, wenn ihr Blood of Zeus noch gar nicht gesehen habt, kann ich sogar jetzt sagen, ich würde sogar empfehlen, die erste Staffel zu gucken, wenn ihr sie nicht so mögt, ein bisschen durchzuhalten, weil in Staffel 2 wird das Ganze ein gutes Stück besser. Und das ja, ist sehr, sehr lobenswert aus meiner Sicht. Ja, gute, gute Staffel, gutes Ding, hat mir sehr gefallen, hat mir einen Vor- und Nachmittag sehr versüßt. Und ja, jetzt werde ich diese Review hochladen. Wir gucken mal, wann sie online kommt, wann YouTube mit Verarbeiten fertig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo, falls ihr den Kanal neu entdeckt und natürlich auch über eure Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton und ciao.